Jo, servus und willkommen hier zu einer neuen Folge von Dungeon Defenders 2. Littlehorn Valley ist in Gefahr und ich habe hier inzwischen schon mal ein paar Verteidigungsanlagen hingebaut, denn es gilt natürlich, die Horden aufzuhalten. Ihr kennt es ja schon, wenn ihr regelmäßig zuschaut, kennt ihr auch das Spielprinzip. Ihr wisst ja, worum es geht insgesamt und es ist immer noch der Hard Mode im Freeplay. Wir nähern uns quasi dem Kampagnenende. Danach kommt ja noch die Dreier, Mini-Kampagne nenne ich es mal, mit Betsy und Co. Und vorher haben wir natürlich aber erstmal den Thronraum noch, den wir am Ende dann beschützen müssen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, bevor ihr dann nicht weiter labert, ohne dass irgendwas passiert. Insgesamt kann man hier bei der Karte natürlich wieder, entweder vorne die Verteidigungspunkte mit einnehmen, beschützen, also vorne zum Beispiel. Und hier drüben, sieht man das jetzt hier so, also ohne Maus-Dingens hier. Und ein Fadenkreuz, wo ist der? Vorne irgendwo, jedenfalls. Also, das, was da gerade angegriffen wird. Insgesamt gesehen sollte das eigentlich nicht das Problem sein, dass wenn jetzt die ganzen Gegner noch rauskommen aus den extra Toren, also hier unten einmal. Da ist jetzt natürlich erstmal nichts gebaut, großartig an Bereichsschaden-Dingern, also keine Auren, keine Bomben, keine was auch immer. Das muss ich tatsächlich dann halt so wegkloppen, aber sollte natürlich machbar sein. Wie gesagt, man kann es halt einmal direkt vorne mitbauen, aber ich finde das halt hier an der Stelle auch recht brauchbar, direkt hier oben zu bauen. Denn dann hat man hier konzentriert alles rumzustehen, die ganzen Türme etc. und braucht dann die ganze Zeit vorne rumturnen. Alleine ist es immer ein bisschen schwierig, gerade bei größeren Karten überall rumzurennen. Aber es ist machbar. Habt ihr sicherlich in den anderen Videos schon gesehen, die ich schon veröffentlicht habe in der Vergangenheit, dass es auf jeden Fall machbar ist. Aber der Bequemlichkeit halber hier natürlich erstmal nur an der gleichen Stelle gebaut. Das sollte ja nicht weiter das Problem sein. So, haben wir eine Menge Sperrwerfer, können wir gleich mal in Empfang nehmen. Bin mir noch nicht so sicher, warum das mit den Daily Quests noch nicht so richtig funktioniert. Das scheint noch verbuggt zu sein, denn ich bekomme teilweise 2 Tage am Stück keine Daily Quests, obwohl ich dann halt auch keine erfüllt habe oder sonstiges und auch keine irgendwie abgelehnt habe, also reworld habe. Ich bekomme dann halt einfach nichts Neues. Ist ein bisschen merkwürdig, warum stehen die eigentlich alle hier oben? Das verstehe ich nicht. Ich habe irgendwie gesagt, dass ihr das dürft oder so. Ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern, Freunde, ich habe euch nicht eingeladen. So geht's ja nicht, ne? Also immer schön geschmeidig bleiben, locker aus der Hose atmen und dann klappt es auch mit dem Nachbarn. So, ich würde sagen, wir rüsten mal jetzt den Kram hier unten auf, damit die Gegner natürlich auf jeden Fall auch schon deutlich geschwächt ankommen. Bin auch schon mal gespannt, was denn tatsächlich die nächste Monatsquest dann bringen wird. Also wie das Pattern insgesamt aussieht, weiß ich schon. Ich habe es schon in Aktion gesehen, aber was man genau benötigt für die Monatsquest, das würde mich halt mal interessieren. Ich weiß, dass man irgendwie spezielle Gegner töten muss, irgendwelche Mini-Bosse, Oger, was auch immer. Da muss man auf jeden Fall einige von töten und ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt, wie macht man das? Zum Beispiel, wenn man 200 Oger töten muss. Ich kannte bisher nur Karten, wo es tatsächlich auch nur ein oder maximal 2 Oger gab. Aber ich habe gestern im Onslaught-Mode gesehen, im normalen Onslaught-Mode, dass es auch da schon Karten gibt, wo halt wirklich extrem viele Oger auftauchen. Also da gibt es auf jeden Fall reichlich zu sehen. Habe ich das Mana? Ja, habe ich eingesammelt. Schade. Ich dachte, ich könnte noch was aufrüsten. Allerdings habe ich schon eingesammelt. Verdammt, verdammt, verdammt. Naja gut, muss ich halt so ein bisschen mitarbeiten. Ich repariere es auf alle Fälle mal. Hier vorne auch. Hängt fest, verdammt. Hallo? So,
schnell ein bisschen Mana einsammeln. Vielleicht können wir da irgendwie noch was aufrüsten. Die Türme gibt es ja genug. Nach der Karte kommt ja dann auch schon Crestone Plaza, eine Karte, die ich sehr gerne mag, gerade wenn man dann auch auch relativ kompakt bauen kann. Also man kann da auch wieder natürlich alle Punkte verteidigen, ist durchaus möglich, gibt auch mehr XP, also das ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr halt gut XP sammeln wollt, dann könnt ihr natürlich gerne auch die Nebenziele beschützen, die jetzt bei mir natürlich kaputt gegangen sind in der Karte, aber das macht auch nichts, denn wie gesagt, für die Bequemlichkeit reicht es auf jeden Fall, wenn man nicht alles kompakt zusammenbaut. Kriegt man weniger XP, aber man hat auch weniger Arbeit. Von daher muss man es aber ein bisschen abwägen. Lohnt sich auf alle Fälle auch hin und wieder mal die Nebenziele zu beschützen. Gerade im Liferoot Forest, was ja aktuell noch die Karte ist, wo man am besten mit leveln kann, da geht das wunderbar, wenn man Quap beschützt und das komische Viech, was da vorne rumsteht. Diese Luftabwehreinheit, also wenn man die beschützt, dann kriegt man ordentlich XP. Okay, warte, schon immer hier. Hab ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. War das schon immer hier? Ich kann mich gar nicht dran erinnern, das Ding jemals gesehen zu haben. Ich hätte da bestimmt schon mal mit ohne Absicht dagegen gehauen, versehentlich quasi. Und irgendwie kenne ich es noch nicht, aber es macht nichts. Ich benutze die Dinger eh kaum, außer wenn die halt wirklich mal Gegner irgendwo runterschubsen oder sonstiges. Das ist immer ganz brauchbar, aber hier so ein bisschen Schaden. Naja. Ist nicht so ganz optimal. Das sind halt so Sachen zum Runterschubsen von Gegnern, irgendwie wegpusten oder sowas. Oder Knockback oder irgendwann in der Richtung. Ist immer ganz gut. So, schnell ein bisschen aufrüsten. Und das hier ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig, dass man hier so nicht so wirklich durchkommt. Also ich bleib da meistens immer irgendwie hängen. Man hat es ja gerade gesehen vorher. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Eigentlich ist da genug Platz. Man sieht es ja. Aber, weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu fett oder sowas als Ritter, passt man ja nicht überall durch. Von daher, naja, ein bisschen abspecken. Wobei es schwierig wird. Weihnachten steht ja schon fast vor der Tür, gefühlt. Also, wird nicht mehr lange dauern, da kriegt man schon Weihnachtsmänner zu kaufen. Von daher ist dann ja schon fast Weihnachtszeit. Da kriegt man immer als Ritter so nach dem Festmahl ein paar mehr Funde auf die Rippen. Müssen wir das ganze Jahr hier irgendwie in Little Valley rumrennen und abtrainieren, damit man wieder halbwegs in die Rüstung passt. Und ich bin mir trotzdem sicher, dass das Ding hier vorher nicht da war. Also das wäre mir aufgefallen, glaube ich, oder? Ich bin wirklich so blind gewesen, dass ich es nicht gesehen habe. Aber ich habe jetzt schon versehentlich zweimal hier dagegen gehauen. Das wäre mir doch mit Sicherheit vorher schon mal passiert. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich genau an der Stelle kämpfe. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Ob ich jetzt irgendwie was falsch in Erinnerung habe, was natürlich auch so sein kann. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Da gibt es halt auch nochmal ein paar Sachen. Aua. Reicht aber nichts mit euch hier, spielt wohl. Ja, solange ich meinen Namen noch nicht vergessen habe, ist alles im grünen Bereich. Ne, das kann man vergessen, ist alles ersetzbar. Das gute Pet von der Monatsquest kann ich euch leider immer noch nicht zeigen, denn die Zeit ist noch nicht rum. Für euch ist natürlich jetzt ein Tag vergangen zwischen dem gestrigen und dem heutigen Video, aber für mich sind es gerade mal 10 Minuten, denn ich habe die gleich im Stück aufgenommen. Au, was tun wir hier, Freunde? So nicht. Ja, wie gesagt, bei mir sind halt ungefähr 10 Minuten vergangen, bei euch dann ein Tag dazwischen. Von daher kann ich es euch leider noch nicht zeigen, aber morgen in dem Video dürfte es dann auf jeden Fall soweit sein, denn ich werde jetzt hier gleich nach dem Video einen Cut machen, werde dann auch ins Bett gehen, ist inzwischen, ja, nach 0 Uhr.
Ja, und gerade wenn es natürlich dann etwas später wird, ist das mit dem Reden und Konzentrieren auch nicht mehr so gut, denn ja, da kommt ja so langsam aber sicher die Müdigkeit. Von daher, wie gesagt, wird es danach erstmal einen Cut geben, wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, morgen oder so weiter aufnehmen. Mal schauen, wann ich es genau mache. Auf jeden Fall wird es dann am Donnerstag, hoffe ich, auch eine Folge geben. Das weiß ich noch nicht hundertprozentig. Ich werde vielleicht eine im Voraus aufnehmen, dass ich am Donnerstag auf jeden Fall was habe. Denn falls zufälligerweise die Server länger down sein sollten als ja geplant, also relativ geplant, sag ich mal, denn wie gesagt, ich weiß auch noch nicht, von wann bis wann die down sein werden, ob das mit dem Patch so wunderbar klappt. Beim letzten Mal ja, war es ja relativ spät, dass die Server wieder hochkamen. Da konnte ich halt nicht mehr aufnehmen und das Video online stellen. Deswegen denke ich mal, wird es auf jeden Fall irgendwie ein Video geben, aber es wird vermutlich noch vor dem Patch sein. Ne? Also das werde ich dann vermutlich am Mittwoch schon aufnehmen und dann am Donnerstag dann online stellen, sodass ihr auf jeden Fall irgendwas zu sehen habt von Dungeon Defenders 2. Ansonsten, wie gesagt, ihr könnt auch gerne mal in unsere anderen Projekte reinschauen. Ark Survival ist auf jeden Fall auch sehr, sehr empfehlenswert. Da geht immer richtig die Post ab. Es hat eine Menge Spaß. Ich spiele das mit Anni zusammen. Und da, wie gesagt, könnt ihr auch gerne mal reinschauen, falls ihr irgendwie gerade Langeweile habt oder sowas. Sehr empfehlenswert. Wenn auf Dinosaurier steht und Survival und etc., dann gerne mal vorbeischauen. Denn hier schon wieder los? Was machst du denn hier, sag mal? Freundchen, hab ich erlaubt, hierher zu kommen? Das ist unglaublich, ey. Unglaublich. Ohne Gäste sprengen quasi jede Party. Wenn man sowas dabei hat, dann ist der Tag im Prinzip schon gelaufen. Und schnell mal aufrüsten hier den ganzen Kram. Sind ja auch schon fast durch. Hier unten müssen wir noch mal kurz aufrüsten, das Ding noch. Haben wir hier schon... Ne, hier auf jeden Fall auch noch. Hier ist tatsächlich noch ein Teil nicht aufgerüstet, habe ich übersehen. Unglaublich. Wo kann man denn da hin? Irgendwo hier oben kommt ein Boss. Ich würde sagen. Habe ich nur gerade nicht gesehen, von daher alles im grünen Bereich, wir sind an der richtigen Stelle. Wieder eine ganze Menge Müll gedroppt. Unglaublich, also mit Loot habe ich echt kein Glück. Schlimm ist ja auch, also gerade dadurch, dass ich natürlich kein Glück habe beim Looten, muss ich mir auch langsam aber sicher mal Gedanken machen, wie ich denn zum einen halt die Karten rund um Betsy schaffen möchte, also
Forest Crossroads, Life Root Forest und Dingens Cadence hier. Wie werden es denn? Denn die werden auf alle Fälle nicht so einfach. Die ersten beiden gehen noch einigermaßen, glaube ich, aber Betsy wird auf jeden Fall eine andere Hausnummer. Das könnte recht schwer werden, gerade alleine. Muss ich mal schauen. Warum fällst du denn mal hier runter? Ja, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wie ich das mache an der Stelle. Und vor allem muss ich mir schon mal Gedanken machen, wenn es denn von Ausrüstung her nicht reicht, was ich nach der nach den Karten mache im Hard Mode, dann ja, vielleicht Onslaught vielleicht ein bisschen probieren, wobei das natürlich auch nicht so easy ist, oder in Kirschen wird es wahrscheinlich nicht reichen, muss ich mal gucken, weil ich brauche da irgendwie Item Power Level 200 irgendwas, da komme ich auf alle Fälle nicht ran. Wie gesagt, da muss ich jetzt mal schauen, was ich dann für Möglichkeiten habe. Erstmal habe ich aber noch ein paar Karten im Hard Mode zu spielen und die wird es auf jeden Fall demnächst, also in den nächsten Tagen sozusagen, zu sehen geben. Vielleicht ergibt sich ja durch den Patch am Donnerstag noch irgendwie eine Möglichkeit, neue Sachen noch zu machen. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. Wie gesagt, wird es dann auf jeden Fall demnächst eine Information so geben, wie, wann, wo und was gemacht wird. Sind ja im Prinzip nach der Karte hier noch. Mein Gott, zählen. Wir haben 6 Karten müssen das noch sein, also 3 wie gesagt um Betsy drumherum und ansonsten haben wir noch Ramparts, den Thronraum und was haben wir noch? Greystone Plaza, genau. Ja, auf alle Fälle nur 6 Karten nach der hier, also ein bisschen Zeit habe ich ja noch, noch nebenher was zu farmen, wobei ich auch nebenher auch noch relativ viele Sachen für Ark vorbereite, einige Sachen noch farme, weil da kann man natürlich ohne die ganzen Rohstoffe nicht wirklich was machen. Das ist halt auch noch ein reichlich Farm angesagt. Von daher muss ich mal gucken, wie ich das irgendwie zeitlich miteinander in Verbindung bringe. Ich denke mal, dass Ark und Dungeon Defenders sich so ein bisschen abwechseln vom Farm her. Man hat ja auch nicht immer die ganze Zeit Dungeon Defenders zu spielen. Oder viel mehr Zeit schon, aber Lust vielleicht nicht. Oder Ark, je nachdem, hat man vielleicht auch nicht immer Lust zu. Aber mal gucken. Auf jeden Fall gibt es demnächst noch reichlich Videos zu sehen. Braucht ihr keine Sorgen machen. Es geht weiter hier bei uns im Kanal. Jetzt beim letzten Mal ja schon erwähnt, wir haben ja am Wochenende jetzt tatsächlich die 200 geknackt. 200 Abonnenten. Und das freut uns natürlich sehr und motiviert uns auf jeden Fall auch noch weiterzumachen mit dem, was wir bisher gemacht haben, Videos zu verbessern und neuen Content zu bringen. Wenn ihr Wünsche habt oder sowas, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Werden wir dann zu gegebener Zeit drauf eingehen, falls es in unserer Möglichkeit steht. Ne? Es gibt natürlich Sachen, die können wir nicht erfüllen. Ist halt einfach so, aber wie gesagt, schreibt es uns gerne, wenn ihr irgendwas habt. Wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt oder sonstiges, schreibt es uns einfach und wir schauen mal, ob wir da irgendwas machen können. Gerade natürlich auch, wenn ihr irgendwie, weiß ich nicht, Vorschläge für neue Projekte habt für unseren Kanal, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Und wenn es uns gefällt, also das Spiel oder was auch immer, was ihr da vorschlagt, dann kann man ja sicherlich mal drauf eingehen. Aber wie gesagt, Spiele oder generell Sachen, Projekte, die uns nicht gefallen, werden wir tatsächlich auch nicht realisieren. Völlig egal, ob unsere Zuschauer das sehen wollen, denn wir müssen halt natürlich auch Spaß bei haben. Wenn wir keinen Spaß bei haben, habt ihr auch keinen Spaß bei. Dann wird es sicherlich in den Videos merken. Und das wollen wir natürlich nicht. Denn letzten Endes ist es halt so, dass in erster Linie das Projekt oder die Projekte uns Spaß machen müssen. Sonst habt ihr halt auch nichts davon, denn sonst, da kommt halt nichts Gescheites bei raus. Ich meine, ihr kennt das ja selber. Vielleicht, wenn ihr irgendwie Sachen machen müsst, wo ihr keinen Bock drauf habt, dann ja, ist halt anstrengend. Man merkt es dann meistens auch der Person an, wenn sie keine Lust hat. Und das wollen wir natürlich dringend vermeiden. Deswegen gibt es bei uns halt nur Projekte, auf die wir Lust haben. Und wenn ihr dabei natürlich auch Spaß habt beim Zugucken, dann freut uns auch umso mehr. Aber wir werden uns auf alle Fälle auch nicht verbiegen, um irgendwelche Projekte zu zeigen, die tatsächlich dann nicht unserer Wunschvorstellung entsprechen. Zum Beispiel werdet ihr bei uns wahrscheinlich niemals irgendein Sportspiel oder sowas zu sehen bekommen, denn wir mögen Sportspiele halt einfach nicht. Ist einfach nicht unser Genre, von daher wird es da auch nichts zu sehen geben. Braucht ihr also nicht unbedingt vorschlagen, aber es ist halt so zum Beispiel nun mal, ja,
ein Aufzeigen quasi von Sachen, die wir halt nicht machen werden. Na? Gerade so Sachen wie FIFA oder so ein Zeug. Ich meine, es ist sehr beliebt. Natürlich könnte man Klicks einsammeln, aber wenn man keinen Spaß bei hat, wo man es zum einen nicht kann, wobei das natürlich nur eine Sache der Übung ist, aber wenn man zum anderen halt keinen Spaß bei hat, dann bringt es halt auch nichts. So. Dann fast geschafft die Runde, aber ja, um nochmal ganz kurz auf die Projekte zurückzukommen. Wie gesagt, also Projekte, die wir nicht mögen oder sonstiges, wird es bei uns halt nicht zu sehen geben, auch wenn unsere Zuschauer das gerne wollen würden. Aber seid nicht traurig, es gibt auf jeden Fall noch reichlich andere Projekte. Ist ja nicht so, dass es nur zwei, drei Spiele da draußen gibt. Ne? Der Spielemarkt ist unendlich groß gefühlt und man wird auf jeden Fall irgendwas finden, was euch gefällt und was uns gefällt. Also keine Sorge, gerne mal wieder reinschauen. Freuen uns natürlich drüber und wie gesagt, schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Vorschläge habt oder sonstiges. Und damit hätten wir auch die Karte endlich geschafft. Hier Little Horn Valley ist gerettet. Können sie die Taverne wieder aufmachen, die ganzen Barrikaden da wegruppen und ordentlich mal ein Bierchen zwischen quasi mit dem Tavernenwirt. Und der epische grüne Loot, unglaublich. Und vor allem das Schlimme ist ja, dieser epische grüne Loot, der wird doch nicht mal blau. Das ist unglaublich. Also habe ich echt ziemlich Pech in letzter Zeit. Naja, was soll's. Gut, das soll's erstmal gewesen sein für heute. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ansonsten natürlich beim nächsten Mal einschalten nicht vergessen. Und ja, ich würde sagen, spätestens beim nächsten Video sehen wir uns wieder. Und bis dann, einen schönen Tag. Wir sehen uns. Ciao, ciao.